Ausmal, Mesdames. C'est les femmes et les œufs. On ne veut pas mourir à l'hôpital. Good evening. This is Women X. We don't want to die in hospital. Frauen und Eisprung. Wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Ich werde von einem angeblichen Rechtsanwalt verklagt. Er hat eine Leistung meiner Meinung nach nicht erbracht. Die Leistung war also ungenügend. Es ging um eine Beratung zum Thema Patientenverfügung. So. Ich habe mir dazu Informationsmaterial besorgt. CD-ROM, die elektronische Vorsorgemappe. Es ist auch eine drin. Kommt auch raus. Da sind auch Bilder drin von Leuten. Ich sag mal nichts. So. Ich lege das Ganze in den Computer ein und bei der CD davor, die ich heute früher ausprobiert habe, hat es funktioniert. Tada. Und ich klicke auf Setup Excel. Ich soll das genehmigen. Ja. Es ist wieder eine Einzelplatzinstallation. Und die Installation startet. Ich bin gespannt, was drauf ist. Das von der CD davor hat mir schon relativ gut gefallen. Die habe ich hier bei meinen ganzen CDs einsortiert. So, das ist Arbeitshilfe für Betreuer gewesen. Dann habe ich für die Rubrik Arbeitsrecht hier noch fertigstellen und sofort starten. Sehr schön. Das neue Personalvertretungsrecht Nordrhein-Westfalen von 2016. Da gibt es auch noch, es gehört auch ein Buch zu. So, das Ding ist installiert und auf. Ich guck mal rein. So, es gibt verschiedene Themengebiete, aktuelle Lebenssituation. Gesundheit, Krankheit, Vermögen, Vollmachten und Verfügungen, Versicherungen, Maßnahmen im Todesfall und dann kommt erstmal nichts mehr. So, ich gehe jetzt einfach mal auf Vollmachten und Verfügungen. So, es gibt eine Bankenvollmacht, Hinweis zu Bankenvollmachten. Es gibt eine Patientenverfügung. Vorlage, rechtliche Hinweise zur Patientenverfügung, medizinische Hinweise zur Patientenverfügung. Ich gehe mal auf die medizinischen Hinweise zur Patientenverfügung und man kann wieder ein PDF erzeugen. Und es ist nur eine Seite, aber ja. Ich werde mir wahrscheinlich so eine Mappe machen, wo ich das ausdrucken werde.
Ich finde das ganz gut, wenn ich das dann auch ausgedruckt vorliegen habe. Das ist ganz gut so. Ich vermute, die CD startet auch, wenn das Ding startet, auch wenn ich die CD da nicht dran habe. Ich hole die mal raus. Ich werde auch ein bisschen was drunter draus vorlesen und vielleicht auch mal so eine Vorlage in die Kamera halten. Morgen soll das neue Licht ankommen. Dann sieht man auch nicht mehr so einen Schatten, wenn ich hier abends aufnehme. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ja, und ansonsten, am Dienstag habe ich einen Gerichtstermin vom Arbeitsgericht. Wo ist denn hier der? Da ist der Papierkorb. Ist auch ordentlich was drin. Tada. So, ja. Das war's auch schon mit dem Ausprobieren der CD. Sie funktioniert. Es sind Unterlagen zu Themen dabei, die ich relativ gut finde. Das Ganze scheint relativ knackig formuliert zu sein. Über die Qualität der Texte kann ich noch nicht so viel sagen. Ich werde sie ausdrucken, abheften und den ein oder anderen laut lesen. Und beim laut lesen merke ich es dann schon, ob das was ist für jemanden wie mich oder nicht. So, ich mache mir jetzt gleich was zu Abend. Und dann gucke ich auch noch, dass ich ein bisschen weiter was vorlese, weil ich werde verklagt von einem angeblichen Rechtsanwalt. So, tschüss.